Hallo zusammen und willkommen. Schönes und gesundes Haar gilt als Aushängeschild, weshalb es kein Wunder ist, dass viele Menschen Unmengen an Geld für teure Haarpflegeprodukte oder Friseurbesuche ausgeben. Sobald sich aber die ersten weißen Haare zeigen, geraten viele in Panik. Ursachen dafür gibt es viele, denn weißes Haar ist zum einen eine natürliche Alterserscheinung, hat aber auch mit der genetischen Veranlagung zu tun. Darüber hinaus leistet unser Lebensstil einen entscheidenden Beitrag. So begünstigen starker Nikotin- und Alkoholkonsum, aber auch eine einseitige Ernährung und viel Stress das Ergrauen unserer Haarpracht. Andere Ursachen sind ein alters- oder krankheitsbedingter Mangel an der Aminosäure Tyrosin, der eine Störung der Melaninproduktion bewirken kann. Auch Hormonstörungen, eine Chemotherapie oder eine trockene Kopfhaut können Auslöser sein. Bei schwarzen Haaren sind weiße Härchen natürlich besonders deutlich zu sehen. Wir erklären dir in unserem heutigen Video, wie du mit einfachen Hausmitteln weiße Stellen bekämpfst. Es dient als wunderbare Alternative zu chemischen Färbemitteln und zeigt bei regelmäßiger Anwendung schnell Resultate. Und so funktioniert das Ganze. Du benötigst eine Zahnpasta, eine Zwiebel aus biologischem Anbau, eine Reibe, ein Sieb und eine Schale. Erstens, entferne die Schale der Zwiebel mit einem Messer und halbiere sie anschließend. Zweitens, raspel nun die Innenseite der Zwiebelhälfte mit einem Reibegerät ab und sammel die Reste in eine Schale. Drittens, gieße die Zwiebelraspeln nun durch ein Sieb und presse ein wenig mit einem Löffel nach, sodass sich in der zweiten Schale nur noch ein Zwiebelsaft befindet. Viertens, füge nun einen Klacks Zahnpasta hinzu und rühre die Zutaten sorgfältig um. Fünftens, massiere die Paste nun mit den Fingerspitzen oder einem Wattebausch gründlich und gleichmäßig in deine Haare und in die Kopfhaut ein. Lasse die Haarkur 30 Minuten einwirken. Am besten entfalten die Inhaltsstoffe ihre Wirkung, indem du ein Handtuch um den Kopf trägst. Hier intensiviert sich nämlich der Wärmeeffekt. Sechstens, wasche deine Haare nach einer halben Stunde wie gewohnt mit ausreichend Wasser aus. Um unangenehme Gerüche zu vermeiden, solltest du bei der zweiten Haarwäsche ein gut riechendes Shampoo verwenden. Wiederhole diesen Vorgang für beste Ergebnisse 3-4 Mal die Woche. Was aber nun ist das Geheimnis dieser Zwiebelkur? Zwiebelsaft wird schon seit Jahrhunderten von Heilkundlern als natürliches Hausmittel gegen ergrauendes Haar oder auch gegen Haarausfall verwendet. Zwiebelsaft punktet mit klärenden und antibakteriellen Eigenschaften. Er reinigt die Kopfhaut und wirkt durchblutungsfördernd. Zwiebeln besitzen zudem wichtige Schwefelverbindungen, die eine wahre Wohltat für die Haare sind. Außerdem kann der Zwiebelsaft das Wachstum deiner Haare anregen, sodass du gleich mehrere Effekte in einem erzielst. Die Zahnpasta benötigst du, um eine schöne Konsistenz zu erhalten. Diese lässt sich nämlich gleichmäßig und gut einmassieren. Diese Haarpackung kommt zudem ganz ohne Chemie und anderen Inhaltsstoffen aus. Wir wünschen dir viel Spaß beim Ausprobieren. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.